Zurück auf der Strecke die Masterklasse mit dem Schnellsten aus dem Zeittraining, der Startnummer 506, Tommy Helfinger vom Beulekart Racing Team. Neben ihm geht in diesen Lauf Daniel Schollenberger von Schollenberger Racing. Patrick Weinstock, die Startnummer 530 von FM Racing und Silvio Piperato, die 545 vom Beulekart Racing Team, dann in der zweiten Startreihe. Die dritte Startreihe setzt sich zusammen aus der Startnummer 526 Michael Becker von RS Competition und Dennis Wirtz von Van Würden Racing, die 504. Auch hier noch kurz der Blick auf den Stand in der laufenden Meisterschaft. Tommy Helfinger, gestern mit 2 Siegen, einem 5. Platz, ja, auch er hat technische Probleme, unterwegs gewesen. Aber 477 Punkte sprechen eine ganz klare Sprache. Tommy Helfinger schon vor diesem Rennen eigentlich der neue Meister in der Masterklasse. Alles, was heute von ihm kommt, ist eigentlich Zugabe. Interessanter wird es dahinter. Da haben wir mit Michael Becker einen Fahrer, gestern zweimal auf Platz Nummer 3, einmal Vierter geworden, der 346 Punkte auf seinem Konto sich gut schreiben lassen kann. Aber bei Michael Becker ist dahinter der Patrick Weinstock. Und Patrick Weinstock hat gestern den ersten Lauf gewinnen können, wurde dann zweimal Zweiter, hat sich 317 Punkte damit auf sein Jahreskonto insgesamt geholt. Und das heißt natürlich, es sind 39 Punkte zwischen Michael Becker und Patrick Weinstock. Also Patrick Weinstock kann theoretisch noch die Vizemeisterschaft holen. Und einer, der spricht da auch noch ein Wörtchen mit. Das ist Daniel Schollenberger mit 288 Punkten hat er folglich 39 Punkte Rückstand auf Patrick Weinstock. Also auch er könnte da noch so ein Wörtchen mitreden. Aber der Daniel Schollenberger, gestern viel Pech gehabt, war im ersten Lauf auf Platz 2, im zweiten Lauf auf Platz 3 und im dritten Lauf, ja, da kam er über die Linie, wurde gewogen und hatte Untergewicht. Das kann passieren, aber damit natürlich eine Disqualifikation und damit keine Punkte für ihn. Und das war natürlich zum Vorteil von Patrick Weinstock. Jetzt muss natürlich der Daniel Schollenberger das Ganze erst einmal wieder hereinfahren. Und dazu setzt er sich in diesem Lauf hinter Tommy Helfinger, der sich auch kurz mal umdreht und schaut, was ist hinter mir los, was tut sich denn da so. Ja, toll. Daniel Schollenberger ist da und fährt hinter mir, und zwar knapp hinter mir. Während Patrick Weinstock das von Platz 3 aus begutachtet. Aber auch Patrick Weinstock weiß natürlich, klar, Platz 3, 16 Punkte, Schollenberger Platz 2, 20 Punkte, 4 Punkte mehr hätte dann der Daniel auf seinem Konto als Patrick Weinstock, würde er dazu bekommen. Stört eigentlich bei 39 Punkten nicht wirklich. Und auch Michael Becker auf Platz 4 geht es ähnlich. Becker, der, ich sag's mal, morgen seinen Geburtstag feiert. Wir sagen mal noch nicht, wie alt er wird. Aber um es vorsichtig auszudrücken, gehört er hier zu den Älteren. Dazu gehört aber auch der Tommy Helfinger, der Kronauer, der hier in Führung weiterhin seine Runden dreht und sich weiterhin von
Daniel Schollenberger verfolgen lässt. Patrick Weinstock, der ist in dieser Runde ein bisschen vom Gas runtergegangen. Das soll heißen, er fährt langsamere Zeiten als die beiden vorne, hat sich aber jetzt erst so ein bisschen das Fähnchen gedreht zu den beiden vorne. Tommy Helfinger legt hier eine schnelle Runde hin und schon kann Daniel Schollenberger nicht mehr dieses Tempo mitgehen. Schon muss er, was sind 2 Meter zwischen sich und Tommy Helfinger, erdulden. Ja, Helfinger, der seit 2014 hier in Wittgenborn immer mit wenigstens einem Sieg vom Platz gegangen ist. Also heute wieder drauf und dran, sich einen Sieg zumindest mal hereinzufahren. Die ganze Saison über 14 Siege bereit für den Tommy Helfinger, für den Kronauer, die er in diesem Jahr eingefahren hat, ist jetzt auf dem Weg zu Sieg Nummer 15 mit diesem Lauf. Ja, und jetzt hat er sich befreien können von Daniel Schollenberger, der Tommy Helfinger. Der Abstand jetzt mit 0,37 Sekunden doch schon angewachsen. Und auch Patrick Weinstock hat 0,95 Sekunden Rückstand auf Daniel Schollenberger. Das sind eigentlich klar bezogene Positionen. Aber wir haben es gestern erlebt, eben bei Tommy Helfinger, der plötzlich langsamer wurde, in die Box reinfuhr. Und dementsprechend eben von der Wertung her war. Kann natürlich immer passieren, aber selbst gegen sowas wäre eigentlich Tommy Helfinger schon gefeit. Wie gesagt, was die Meisterschaft angeht, da ist noch alles klar. Tommy Helfinger, der Fahrer vom Beule Kart Racing Team, der ist durch. Das ist jetzt bereits die 4. Meisterschaft für Tommy Helfinger nach 2014, 15 und 17. Jetzt also zum 4. Mal Meister bei der Masters-Klasse der DD2 in der Rotax Max Challenge. Anders sieht es aus bei Daniel Schollenberger. Der Fahrer aus Kusterdingen, wenn er hier als Zweiter über die Linie kommt, wäre er trotzdem weiterhin auf Platz 4 in diesem Jahr. Das ist natürlich schon für einen, und jetzt sage ich es in Anführungszeichen, Newcomer, schon ein Ding, gleich mit Platz 4 hier einzusteigen. Patrick Weinstock, bei ihm sieht es ein bisschen anders aus. Er war 2017 Dritter, 2018 war er Vizemeister in eben dieser Klasse. Dieses Jahr also wieder Platz 3, so ist der Patrick Weinstock. Also immer auf dem Treppchen bei der Gesamtsiegerehrung der letzten, ja, mit heute gerechnet, der letzten 3 Jahre. Ja, und Michael Becker, der auf Platz 4 fährt, der war ebenfalls schon Vizemeister in den Jahren 2013 und 2014.
war 2011, 12, 15 und 18 jeweils Dritter in der Rotax Max Challenge in der Masterklasse. Also auch für ihn jetzt wieder nach 5 Jahren die Vizemeisterschaft für Michael Becker. Vorausgesetzt ist natürlich immer die nächsten 4 Minuten 45 und eine Runde. Und dann muss er die Ziellinie noch erreichen. Interessant daran, Tommy Helfinger, der Älteste in diesem Feld, aber auch natürlich dadurch der mit der meisten Erfahrung im Kart. Helfinger, der teilweise schon im Kart saß, als der ein oder andere dieser Fahrer noch gar nicht auf der Welt war. Und das bringt natürlich viel, viel Erfahrung mit sich. Auf der Uhr sind noch 4 Minuten, bevor es in die letzte Runde der DD2 Masters geht. Letzte Runde im Wertungslauf Nummer 1. Wertungslauf 2, den gibt es dann um 14.32 Uhr. Da werden natürlich die Karten wieder neu verteilt. Dann wird Tommy Helfinger von der ersten Startposition aus ins Rennen gehen. Daniel Schollenberger wird wiederum neben ihm starten. Patrick Weinstock wird sich dann mit Michael Becker die zweite Startreihe teilen. Und Dennis Wirtz, der Fahrer mit der 504, der 32-Jährige aus Korschenbach, wird dann von der 5. Startposition aus ins Rennen gehen. Silvio Piperato dann als 6. ebenfalls dann in Startreihe 3 an den Start rollen. So, Daniel Schollenberger wird wieder schneller, fährt schnellere Rundenzeiten, fährt sich näher an Tommy Helfinger heran. Und die Frage ist, hat das was zu bedeuten? Und die zweite Frage ist, macht Tommy Helfinger das Spielchen mit? Beide wissen natürlich auch, sie dürfen nicht zu viel riskieren, jetzt so beim Finaltag der Meisterschaft 2019. Und wenn wir dann auf das Klassement in der Meisterschaft schauen, dann wissen wir, eigentlich können sie auch was riskieren, können vielleicht uns hier noch spannende Rennen bieten. Aber Tommy Helfinger hat dann, nachdem er gemerkt hat, Daniel Schollenberger kommt ihm empfindlich nahe, nochmal einen Zwischenspurt eingelegt. Jetzt schauen wir mal, wie es in dieser Runde aussieht. Das ist jetzt die letzte Runde in diesem Lauf. Und Schollenberger ist wieder dichter dran am Tommy Helfinger. Ja, wird er noch versuchen, vorbei zu gehen. Daniel Schollenberger, von Schollenberger
Racing am Fahrer vom Beulekart Racing Team an Tommy Helfinger. Es wird nochmal enger dort vorne. Und jetzt auch wieder auf die Zeiten geschaut. Ja, und da bekommt man schon ein bisschen den Eindruck, Tommy Helfinger spielt da mit Daniel Schollenberger. Lässt ihn ein bisschen näher kommen, legt dann wieder eine schnelle Runde hin, geht dann wieder durch. Hält ihn dann wieder auf Abstand, je nachdem, wie er eben es gerade haben will. Spielt hier Tommy Helfinger so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit dem Daniel Schollenberger. Zu keiner Zeit der Tommy Helfinger nicht Herr der Lage dort vorne bei diesem Lauf. Und so gehen wir in die letzte Runde und eigentlich sind die Plätze eindeutig bezogen. Tommy Helfinger wird diesen Lauf gewinnen, wird sich weitere 25 Punkte damit auf sein Konto holen. Daniel Schollenberger als Zweiter dann mit 20 Punkten. Platz 3 dann für Patrick Weinstock, der sich damit 16 Punkte sichern kann. Michael Becker auf Platz 4. Das ist gleichbedeutend mit 13 Punkten. Dennis Wirtz wird Fünfter werden. Und Silvio Piperato dann als Sechster im Ziel in der Mastersklasse im ersten Lauf am heutigen Tage. Dann geht's weiter bei uns hier ab 12.35 Uhr. Da erleben wir dann den ersten Wertungslauf der Mikros.